Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Videotraining. Mit diesem Intro-Video möchte ich euch einen kurzen Überblick verschaffen, damit ihr seht, was in den nächsten Videos euch erwarten wird, was auf euch zukommt und dass ihr schon mal so ein Gefühl von den Ebenen erhaltet. Das Bild, was ihr aktuell seht, das ist so, wie es aus der Kamera gekommen ist. Das hat der Benedikt mal fotografiert gehabt und ich war eigentlich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Und was ich daraus gemacht habe, das zeige ich euch mal Step für Step. Das zweite, was ich gemacht habe, gut, es wurde fotografiert. Dann kam eine RAW-Entwicklung. Das Ganze ist ein bisschen grafischer. Es sind mehr Details im Bild zu sehen. Es ist ein bisschen flauer. Es wurde auch viel entsättigt. Dann wurden die Formen etwas mehr angepasst, weil die Tasche sehr wuchtig im Bild war. Dann kam ein Part mit Retusche, um so ein paar Störer zu entfernen, die so ein bisschen Aufmerksamkeit geschluckt haben, die jetzt auch weg sind. Dann gab es eine Frequenztrennung, um ein paar Bereiche anzupassen, speziell hier der Hosenbereich. Der hat mir nicht so gefallen. Erkläre ich auch später im Video, von was dieses Licht hier kommt. Dodge and Burn wird definitiv auch ein Part sein. Das heißt, die Person und hier ein bisschen der Hintergrund, die Wand wird ein bisschen frischer modelliert, damit es ein bisschen plastischer, ein bisschen grafischer aussieht. Dann gibt es auch einen Part, wo wir dann die Helligkeit beeinflussen, den Fokus mehr auf mich setzen, aber auch eine Lichtquelle noch ins Licht, ins Bild hereinbringen. Und das sieht dann so aus. Dann gibt es auch noch einen Bildlook, um das Ganze ein bisschen mehr zu verschmelzen, um dem auch einen Charakter zu geben. Und ganz zum Schluss gibt es dann ein Finale, meine Kamera RAW-Entwicklung, die ich dann nochmal anwende, um das ganze Bild noch ein bisschen mehr, ja, ein bisschen Feinschliff zu geben, ein bisschen den Look zu beeinflussen und um die Stimmung ein bisschen vom Licht zu verändern. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt viel, viel Spaß mit dem Training und wir sehen uns gleich im nächsten Video.